Am 30.01.2023 um 23.22 Uhr gab ein Zeuge bei der Polizei an, eine Person auf der Konrad-Adenauer-Brücke beobachtet zu haben, die über das Geländer geklettert sein soll. Um 23.38 Uhr wurde die Feuerwehr zur Suche alarmiert. So wurde landseitig, wasserseitig mit 7 Booten und aus der Luft mit der Stützpunktmaschine Pirol 140 der Bundespolizeifliegergruppe St. Augustin umfangreich gesucht, jedoch niemand gefunden, sodass die Suche gegen 0.50 Uhr abgebrochen wurde. Thank you.
Im Einsatz waren der A- und B-Dienst, die Hilfeleistungsdurchfahrzeuge 1-2, die Tankdurchfahrzeuge 2-3, der Rüstwagen Schiene, die Geräte Wasserrettung, Tierrettung, Messtechnik, das Notarzt-Einsatzfahrzeug 1, der Rettungswagen 2-1, die Löcheinheit Altstadt der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft und 4 Funkstreifenkraftwagen. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut. Beispielsweise von diesem Wasserrettungseinsatz, da ich die Einsatzfahrten und die Suchmaßnahmen des Hubschraubers als einzelne Videos hochgeladen habe, um das Hauptvideo nicht ganz so lang zu haben. Links auch in der Videobeschreibung.